Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert und zunächst mal die Spielauswahl für diese Folge. Man grippelt. Ich glaube, das war irgendwie so ein kurzes Adventure. Also gleich mal nachschauen. Es handelt sich eher um ein Spiel, in dem man irgendwie ein Ökosystem ausprobieren kann. Und ja, gleich mal ausprobieren, was ich da jetzt genau machen kann. Es wollte eBus 30 MB runterladen, ist also bereits installiert. Also auf ins Spiel. Okay, auf jeden Fall scheint es einige Grafik zu ziehen. Wahrscheinlich hat es keine FPS-Begrenzung drin. Starte ich erstmal mit dem Tutorial. This lake is inhabited, used to take care of themselves. This change. It's now up to you. Click anywhere to continue. Okay, also der See sorgt eigentlich für sich selbst und ich muss gar nichts machen. Ich klicke doch irgendwo. Aber okay, jetzt. Start off by spawning a couple days fish. Click the day spawning grounds in the middle of the lake bed. Okay, ein neuer kleiner Fisch. Und noch mehr Fische, ganz viele. Oh, there is a limit to how many creatures you can spawn right away. If you reach the limit, you need to wait for the to either grow or die to spawn more. Okay, also. Aktuell kann ich nur 5 Fische machen. Now let's spawn a few perch fish. Click the spawning ground. Ah, okay, die wachsen oder entstehen sozusagen da drüben. Now let's spawn the perch fish. Okay, you can adjust the level of oxygen in the water by clicking, dragging to the left or right. Oxygen effect. Moment, das war jetzt zu schnell. Also der Toxic Substances containing the lake, try spawning some claws by clicking the spawning ground. Okay. Okay, das sind die Giftsachen. Now let's add some crayfish. Spawning these by clicking the log, also das Holz. Okay, was sind Crayfische? Krebsen, genau. You may also add pikefish. The spawning ground is located on the right side. Ja, wenn ich wüsste, was diese Fische alle bedeuten. Der sieht eher wie ein Raubfisch aus. Wahrscheinlich frisst er wieder. Finally we have the otter. Okay. The otter can be spawned by clicking the reed. Also das Schilf da drüben. Na ja, okay. Und was macht er? Der fängt doch mit Sicherheit auch Fische. If you wish to quit the game, click the upper right corner and wait for the menu button to appear. Then click again to return to the menu. Click anywhere to continue. So, jetzt kann ich noch einen Otter reinmachen. You now have completed the tutorial. You are now free to shape the lake. Okay, das ging wieder etwas zu schnell. Okay, also die Dinger verschwinden auch irgendwann wieder. Aber die fressen sich doch über... Oder hat er jetzt einen gefressen? Wo ist denn der andere Dicke hin? Da war doch... Den hat der Otter gefressen, oder? Also jedenfalls habe ich es nicht gesehen, ob er vom Otter gefressen wurde. Okay, mehr geht nicht. Noch mehr Giftzeug. Wobei ich verstehe noch nicht wirklich, was genau das... Ah, die Krebse fressen dieses Giftzeug da unten. Die Frage ist nur, ob die das brauchen. Boah, ich habe schon wieder nicht mitbekommen. Wo ist denn der... Wo sind denn die immerhin? Und davon ist auch schon wieder einer draufgegangen. Okay, was hast du jetzt gefressen? Ich kann ja mal die Oxygen ein bisschen runter machen. Wahrscheinlich ersticken die dann alle. Aber einen zweiten Otter kriege ich hier auch nicht rein. Was ist denn das da unten für ein Zeug? Hey, jetzt werden die aber groß. Dafür sind die anderen alle weg. Also von denen hier drüben sind jetzt schon wieder keine mehr da.
Jetzt geht es ihnen auf jeden Fall ziemlich gut. Die fressen ja die ganzen Fische weg. Neue kann ich hier auf jeden Fall... Oh, die sind gestorben. Tja, zu wenig Sauerstoff im Wasser, würde ich sagen. Und der Otter hat jetzt den Dicken da angeknabbert. Machen wir doch mal noch ein paar von... Okay, mehr geht auch nicht. Okay. So, jetzt sollte ich... Okay, Exit to Menu. So, machen wir erstmal das Audio aus. So, was kann ich jetzt letztlich hier tatsächlich spielen? Also, einfach mal ein paar Fische starten. Gleich noch ein Otter dazu. Die Krebse hier unten rumlaufen lassen. Lieber ein bisschen mehr Sauerstoff, damit die schön groß werden. So, davon kann ich auch maximal 5 machen. Das heißt, ich glaube, 5 ist hier so die magische Zahl. Okay, genau. Also es sind wohl immer eher so 5, die ich auf einmal starten kann. Und dann ist entweder die Frage, ob sie groß werden oder ob sie gleich gekillt werden. 5 Jungfische. Nur der Otter, der bloß alleine bleiben. Hey, was ist denn da passiert? Da haben sie auch was weggefressen, aber... Na, den Lobstern scheint es auf jeden Fall recht gut zu gehen. So, von den kleinen Fischen kann ich auch keine, aber die großen Fische sterben. Jetzt muss ich echt mal drauf achten, wann diese großen Fische da wegsterben. Weil die anderen scheinen ja alle ganz gut zu überleben, aber wahrscheinlich verhungern die einfach. Finden nichts zu fressen. Hey, mein Otter ist auch gestorben. So, dann kann ich mal hier Fischnachwuchs erzeugen. Ach, die werden immer... Ah, jetzt habe ich es gesehen. Die sind immer kleiner geworden und dann verschwunden. Ja, wahrscheinlich, weil sie tatsächlich verhungert sind. Vorher haben sie noch die anderen da aufgefressen. Was ist denn das da eigentlich für ein komisches Gewächs? Naja, eigentlich lohnt es sich gar nicht, die Räuber hier reinzubringen. Jetzt mache ich mal den Sauerstoffgehalt nach unten, weil da haben sie sich ja vorhin anscheinend ganz gut entwickelt. Weil da scheinen sie eher größer und kräftiger zu werden. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es gibt ja jetzt nicht so viel zu fressen hier. Okay, da liegt jetzt noch ein ziemlich viele Fische rum. Ja, dafür verschwinden jetzt die ganzen anderen Fische. Und die großen nehmen überhand. Auf jeden Fall hat der Otter genug zu futtern. Falls er sich überhaupt an die großen ranwagt. So, jetzt kann ich hier mal wieder ein bisschen kleinen Nachschub schicken. Weil sonst... dürften die wahrscheinlich auch nicht lange überleben. Weil die sehen mir schon wieder alle etwas mickrig aus. So, was bedeutet dieses komische Gelb-Spawn-Zeug? Ist das jetzt was Gutes? Ist das was Schlechtes? Fressen das die kleinen Fische? Das heißt, ist es tatsächlich sinnvoller, dass es möglichst wenig Sauerstoff gibt? Naja, auf jeden Fall haben die sich schon wieder erholt und sind schon wieder ein Stück größer geworden. Zack, gleich wieder gefressen. Ne, noch nicht. So, hier gleich wieder Babyfische nachziehen. Die Krebse mögen wohl die Dinger da nicht mehr.
Also wenn das Ding da unten die Nahrungsquelle ist, dann gibt es davon wahrscheinlich einfach nicht genug. Also dem Fischotter geht es immer noch ganz gut und von den Fischen sind auch genug da. Und da, ja, ist der jetzt gestorben oder ist der gefressen worden? Auf jeden Fall ist es ein bisschen schade, dass irgendwie nichts von alleine läuft, weil so ein richtig stabiles Gleichgewicht gibt es ja, glaube ich, nicht. Weil die vermehren sich nicht, die machen nichts irgendwie miteinander. Es ist irgendwie wie ein Aquarium, wo man ständig irgendwie füttern muss, damit die Fische halt überleben. Auch wenn ich hier nur neue virtuelle Fische in den Teich lege, damit die schon da sind, dann irgendwas zu futtern haben. Ja. Ich glaube, den hat er gerade gefressen. Naja, aber dafür ist es dann heute eine recht kurze Folge, weil viel mehr gibt es hier jetzt, denke ich, nicht zu sehen. Und wenn ihr Lust habt, euch selber so ein Aquarium mal zusammenzuklicken, dann viel Spaß mit Among Ripples. Bis zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Tschüss.